Hallo meine Lieben, schön, dass ihr zu einem neuen Video von mir eingeschalten habt. Heute geht es um den grauenvollen Fall von Karl Denke, vielleicht auch besser bekannt als der Kannibale von Münsterberg. Wenn ihr wissen wollt, wie der Fall nur per Zufall und über Umwege aufgedeckt wurde, bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Karl Denke, auch Papa Denke genannt, wurde am 11. Februar 1860 in Oberkunzendorf geboren. Dies gehörte früher zu einer Provinz in Schlesien. Mit 20 Jahren siedelte er sich in die Stadt Münsterberg über. Er hatte damals ein Haus in der Teichstraße Nummer 10. Am 21. Dezember 1924 waren Schreie aus Karls Wohnung zu hören. Kurz zuvor hatte der Landstreicher Vinzenz Oliver seine Betteltour gestartet. Es lief soweit auch ganz gut bei ihm und er hatte schon einige Pfennige sammeln können. Dann klingelte er auch bei Karl Denke und fragte ihn nach ein bisschen Kleingeld. Karl sagte, sie können sich 20 Pfennige verdienen, wenn sie für mich ein paar Zeilen schreiben. Vinzenz willigte ein, denn das war leicht verdientes Geld für ihn und betrat die Wohnung von Karl. Er setzte sich an einen Tisch und Karl gab ihm einen Briefbogen und einen Bleistift. Dann fing er an zu diktieren. Adolf, du fetter Wanst. Vinzenz traute seinen Ohren nicht und drehte sich langsam zu Karl um, der hinter seinem Rücken stand. Und diese kleine Bewegung sollte ihm sein Leben retten. Denn er sah, wie Karl bereits mit einer Spitzhacke ausgeholt hatte, um Vinzenz den Kopf zu zerschmettern. Vinzenz drehte sich noch schnell genug weg, sodass Karl statt die Mitte des Schädels lediglich seine Schläfe traf. Vinzenz sagte später aus, »Ich war für einen Augenblick etwas betäubt«, hatte aber noch die Geistesgegenwart und Kraft, nach der Hacke zu greifen. Er rang mit Karl um die Spitzhacke, gewann zum Glück die Oberhand und lief mit dem Mordwerkzeug in der Hand schreiend nach draußen in den Hof. Er schrie um Hilfe und ein Nachbar von Karl wurde auf ihn aufmerksam. Er rannte zu Vinzenz und fragte ihn, was passiert sei. Vinzenz berichtete, dass der 64-jährige Karl ihn mit einer Spitzhacke attackiert hatte. Doch der Nachbar glaubte ihm nicht, da er der Meinung war, dass Karl viel zu alt für so eine Tat war. Außerdem hatte Karl im Ort einen ganz guten Ruf. Einige hielten ihn zwar für etwas schrullig, doch viele hielten ihn für einen Wohltäter, welcher immer eine Mahlzeit für Obdachlose oder Wandergesellen hatte. Daher rührte auch der Spitzname Papa Denke. Vinzenz stand noch immer in dem Hof mit einer 8 cm langen und 2 cm breiten Platzwunde an der Schläfe, aus der sehr viel Blut tropfte. Immer mehr Nachbarn kamen aus ihren Häusern und umringten Vinzenz. Durch die offene Tür sahen sie auch Karl, welcher hohläugig ins Leere starrte, dabei mit den Zähnen knirschte und am ganzen Körper unkontrolliert zuckte. Die Polizei wurde hinzugezogen, doch es wurde in keinster Weise ermittelt. Stattdessen wurde Vinzenz wegen Landstreicherei und Bettelei festgenommen und zu 2 Wochen Arrest verurteilt. Zu seinem Glück, oder besser gesagt zum Wohl der Gemeinschaft, konnte Vinzenz so deutlich aussagen, dass der Richter im Nachhinein Zweifel bekam und auch Karl verhaften ließ. Er wurde sofort festgenommen und in eine Zelle gebracht. Die Nachbarn von Karl und auch die Dorfeinwohner waren über die Entscheidung sehr aufgebracht und protestierten gegen die Verhaftung, denn sie hielten ihn für einen unbescholtenen Mitbürger. Doch auch sie sollten falsch liegen. Denn als Karl am nächsten Tag wegen seiner ersten Befragung aus seiner Zelle geholt werden sollte, fanden die Wärter ihn erhängt auf. Er hatte sich am 22. Dezember 1924 mit einem Taschentuch und einer Schnur erdrosselt. Das Ganze fanden die Ermittler schon ein wenig komisch, denn wenn ein Mensch nichts verbrochen hat oder nichts zu befürchten hat, erhängt er sich ja nicht in Anführungsstrichen einfach so. Doch auch hier wurde nicht angefangen, gegen ihn zu ermitteln. Erst als niemand die Kosten für Karls Beerdigung übernehmen konnte bzw. wollte, durchkämmte die Polizei seine Wohnung in der Hoffnung, dort Wertgegenstände zu finden, die sie als Bezahlung benutzen konnten. Angekommen in der Wohnung haben sie allerdings keine Wertgegenstände gefunden. Stattdessen haben sie einen grauenvollen Fund machen müssen. Denn sie fanden menschliche Überreste, darunter 420 Zähne, 480 Knochen und aus menschlichem Fleisch zubereitete Mahlzeiten. Einige davon waren zum direkten Verzehr bestimmt, andere wurden von ihm zum Konservieren in Pökelsalz eingelegt. Außerdem fanden die Ermittler 3 aus Menschenhaut gefertigte Hosenträger, Schnüre und Schnürsenkel. Auch in den Dielen und in seinem Bett wurde sehr viel Blut gefunden. In den Ermittlungen kam raus, dass Karl seine Opfer nicht nur geschlachtet hatte,
sondern die Knochen auch ausgekocht und sortiert hatte. Diese lagerten mit den Zähnen zusammen in seinem Gartenschuppen. Beim Abschluss der Ermittlung kam heraus, dass Karl mindestens 42 Menschen getötet, verarbeitet und gegessen hatte. Die Opfer wurden, nachdem er sie in seine Wohnung gelockt hatte, entweder erschlagen oder erwürgt. Danach zerlegte er die Leichen auf dem Boden mit einer Baumsäge. Das Fleisch schälte er von den Knochen und legte es in große Fässer, die direkt neben seinem Bett lagerten, in eine Salzlake ein. Wann immer er Hunger hatte, bediente er sich daraus und aß so Stück für Stück seine Opfer auf. Das für mich aber persönlich Schlimmste, was er getan hatte, war, dass er Teile des Fleisches von den getöteten Menschen auf dem Breslauer Wochenmarkt an Ahnungslose verkauft hatte. Doch er hat nicht nur das Fleisch der Getöteten auf dem Wochenmarkt verkauft, Karl hatte auch aus den Schnüren, welche er zuvor aus der Haut der Opfer herstellte, Weidenkörbe geflochten und diese dann auch auf seinem Stand verkauft. Karl führte auch ein Notizbuch, welches gefunden wurde, in das er mit großer Genauigkeit alle Opfer und deren, wie er es selber nannte, Schlachtgewicht aufschrieb. Dort drinnen waren 30 Opfer vermerkt, meistens Landstreicher. Die Eintragungen beginnen am 21. Februar 1903 mit Ida Launer und endeten am 20. April 1924 mit Kaspar Huberleck. Die Nummer 31 für Vinzenz Oliver war bereits eingetragen, aber nicht vollständig ausgefüllt, da dieser ja noch rechtzeitig fliehen konnte. Von den Medien bekam er dann auch den Namen Kannibalen von Münsterberg. Das Tatmotiv ist bis heute ungeklärt, da er ja nie ausgesagt hatte oder befragt werden konnte. Vor allem stellen sich die Menschen aus Münsterberg die Frage, wie Karl so lange unerkannt morden konnte. Die Nachbarn wurden auch von der Polizei befragt, doch diese zuckten nur mit den Schultern und antworteten, wir haben uns nichts dabei gedacht. Sie gaben allerdings zu, dass sie Karl nachts hämmern und sägen gehört haben, aber glaubten, dass er an Schüsseln für seinen Marktstand arbeiten würde. Auch hatten die Nachbarn gesehen, dass Karl ständig Eimer voll mit Blut im Innenhof im Abfluss entsorgte. Doch auch hier hatten sie für sich selbst eine plausible Erklärung, denn sie dachten, dass in der Zeit nach dem Krieg, in der sie sich ja befanden, die Essensrationen für Karl einfach nicht ausreichen würden und er deswegen heimlich Hunde geschlachtet hat, um zu überleben. Den Gedanken mit den Hunden hatten sie deswegen, weil Karl öfter blutige Hundefelle auslegte, um seine eigentlichen Schlachtungen zu tarnen. Ein weiterer Punkt, warum er über 20 Jahre lang unentdeckt blieb, war die Tatsache, dass er nie in seiner unmittelbaren Umgebung zuschlug. Er griff gezielt Reisende, Landstreicher oder fahrende Handwerksburschen an, weil ihr Verschwinden erst Tage, wenn nicht erst Monate später auffiel. Diese lockte er immer mit derselben Masche, wie auch bei Vincent, in sein Haus. Er bat ihnen immer 20 Pfennige dafür, dass derjenige ihm etwas schreiben soll. Karls Taten zogen auch eine falsche Verurteilung nach sich. Im Jahre 1910 wurde der Fleischer Eduard Trautmann für einen von Karl Denke begangenen Mord verhaftet und 1911 in Glatz zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Der unschuldig Inhaftierte wurde zum Glück 1922 wegen guter Führung entlassen, doch der Justizirrtum wurde erst mit Karls Suizid aufgedeckt. Das heißt, er musste einfach 12 Jahre unschuldig im Zuchthaus bzw. Gefängnis sitzen für einen Fall, den er nicht begangen hat. Und im Endeffekt wurde er zwar natürlich im Nachhinein freigesprochen und er wurde auch rehabilitiert und sein Name wurde reingewaschen, aber er hat keinerlei Entschädigung bekommen, also kein Geld. Klar macht Geld es nicht wieder gut, aber für das, dass er so lange unschuldig im Gefängnis gesessen ist, finde ich halt eine Entschädigung in dem Sinne schon sinnvoll bzw. angemessen. Das war der Fall des Serienmörders Karl Denke. Schreibt mir gerne eure Gedanken und Meinungen in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne, welchen Fall ihr euch als nächstes wünscht. Über eine Unterstützung in Form eines Likes oder Abos würde ich mich sehr freuen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Eure Lilly.